Aktentasche. Tach, es ist Freitag, der 13.05.2016. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Jens, mit Jens dann auf dem Weg nach Rostock. Wir haben ja den Gerichtstermin heute. Nichts Schlimmes, nur so ein Schlichtungsgespräch oder wie auch immer man das nennt. Erstmal und dann mal schauen, wo schon wichtig ist, was da jetzt heute bei rauskommt. Naja, schauen wir mal. Es macht mir keine Sorgen, dass Freitag der 13. ist, als wir den Termin bekommen haben. Und da stand halt Freitag, 13.05. habe ich gesagt, Freitag der 13. kann nur gut werden. Ja, wollen wir schauen, ob es wirklich so ist. Ich habe meine Tasche, ich habe meinen Kaffee, ich habe mein Telefon. Ich habe also alles, was ich brauche. Hier vorne den Schlüssel. Ja, kommt. Ab. Ja, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Mal los. Oh, Kaffee. Ich habe jetzt unterwegs gar kein Schnittmaterial gesammelt, aber ich bin jetzt bei Jens. Hallo Jens. Morgen. Und jetzt fahren wir weiter nach Rostock. Nach Rostock. 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 Zu der Fischke. Ob wir den Materia treffen? Oh, Tier, bin ich weit wach. Ist mir auch gerade klar, warum das hier so windig ist. Wir haben die Windräder angeschaltet. Jetzt guckt euch mal dieses wunderbare, hübsche, schöne, überaus ansprechende Gefährt an. Ich finde den Kombo so geil, ehrlich. Früher war ich überhaupt nicht so ein Opel-Fan, ne? Aber der Kombo ist geil. Der gefällt mir auch besser als der Ken. Die kleine Höhle, die läuft! Der läuft! Du befindest dich auf der schnellsten Route. Die voraussichtliche Ankunft ist 8.58 Uhr. Nach 300 Metern weiter auf Ernst-Barlach-Straße. Warte. Das war meine Kirche, ist aber schon seit ewigen Jahrzehnten Wohnhaus. Wohnhaus? Ja. Geil. Am Ende des Tages bleibt nur zu sagen, wir haben nichts verloren. Jens, wo sind wir denn jetzt? Vielleicht weißt du nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, wo wir sind, und dann weißt du das nicht, oder was? Nee, ich wollte dir das nicht verraten. Dann kann ich dich hier so ein bisschen ins Wasser schubsen. Kann ich mal noch eine schöne Aufnahme von dem Industriedenkmal da vorne, von dem Verladekran. Bitte. Wir sind jetzt hier im Lengs Restaurant Bar Backcafé. Hallo Jens. Ich muss erst was essen. Ich habe nämlich ein leichtes Hüngerchen jetzt. Das ist schön hier. Ich glaube, ich ziehe nach Rostock. Mein Essen war lecker. Ja, meins auch. Weil jetzt ist mein ganzer Selfie-Stick jetzt verstellt. Moment. Schoko und Eisch. Kommt über das auch. Genau, ja. So, ich habe noch nicht Bescheid gesagt. Das Essen war sehr lecker. Kann man wirklich meckern. Jens, sein war auch lecker. Wir haben gerade noch ein Eis geholt in der Schokoladerie daneben. Mango Curry hatte ich und Irish Coffee, sehr spannender Eisgeschmack, war lecker und generell finde ich Rostock sehr schön. Also das, was ich bisher gesehen habe, das bisschen hier. Ich muss mal in mich gehen. Vielleicht ziehe ich nach Rostock. Spannende Stadt, gefällt mir gut hier, sieht gut aus, schön. Bin ja eh auf der Suche, also warum nicht in Rostock? Oder was? Bitte? Warum nicht in Rostock? Wen muss da vielleicht ran? Wann? Na jetzt und während der Fahrt. Dann kannst du doch hinter dich bleiben. Oh. Deswegen habe ich sie extra hinter dich gestellt. Okay. Was willst du denn während der Fahrt in deinem Sack rum? Ja, das mache ich gerne. Weil, genau. Anhand der Bilder kannst du keine Gründe. Weil da unten auf meinem anderen Schreibtisch lag ja doch das offene Teil, ja. Was ich auch sehr cool finde, ja. Aber das wollte ich eigentlich haben, um da so ein Spielzeug auf dem Spaziergang zu verstauen. Ja. Und von dies so ein Beutel, weil die Größe nicht dran stand. Optisch sah es aus wie so ein kleines, ja, Teil, ne? Ja. Irgendwie, ich habe immer ein Problem. GoPro, Ersatzakku. Irgendwo musst du einen Schlüssel hinstecken, wenn du mit dem Hund gehst, musst du auch noch eine Hundepfeife dabei haben.
Und ruckzuck sind die Taschen voll. Und du kannst dich nicht mehr bewegen und fühlst dich scheiße. Bist du jetzt da drin, weil ich nicht zeigen darf? Nö. Das ist die Pouch 4. Ja, ne? Das würde mir schon reichen für unterwegs. Und dann kannst du so zu Hause auch klick, also einfach klick wieder ab und... Genau, und du musst schnell an- und abmachen können mit nicht dabei. Ne? Du kannst es halt schön weit aufklappen. Ja, genau. Und das brauche ich halt auch für unterwegs, ne? Weil du rennst wirklich immer los wie so ein... Und wenn du die so dran hast und aufklappst, haben sie das halt so gemacht, dass das Täschchen auch wirklich dann nicht leer fallen kann, sondern wenn es aufklappt, ist es halt. Und warum? Weil sie mitdenken. Mitdenken, Leute. Ab und zu mal machen. Ja, ja, ein bisschen. Kick 1, Kick 2. Tschüss. So, Running Gag. Tschüss. Tschüss. Wir lesen und schreiben uns, ja. Glücklicherweise habe ich meinen Vlog heute noch nicht beendet. Ich habe vorhin eine Nachricht bekommen von Tobias, einem Bekannten aus Greifswald, den ich noch nie getroffen habe, wir uns aber kennen von Instagram und Twitter und Facebook und wie man sich halt so kennt. Und er hat geschrieben, dass er in Albig ist und wenn ich Lust und Zeit habe, können wir uns noch treffen, weil er an der Seebrücke einen Zeitraffer aufnehmen will mit der GoPro oder so. Ja, und dann lernen wir uns jetzt mal kennen und dahin nehme ich euch jetzt mit und mal sehen. Wie es aussieht, hat er sich auf jeden Fall auch den richtigen Tag ausgesucht, weil sieht jetzt schon geil aus. So, ich glaube, da hinten steht er. Mal gucken. Ich werde ihm mal nicht gleich die Kamera ins Gesicht halten. Ich glaube, das kommt ein bisschen komisch. Also, bis gleich. Moin! Hey, grüß dich. Ich muss ja immer gleich ein bisschen. Genau, der nimmt zwar Ton jetzt auf, aber ist jetzt halt abgelaufen. Na, das war ja noch ein schöner Abend jetzt. Das ist hier der Tobias. Moin. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt, jetzt kein Video fertig zu schneiden, aber Netzwerken, Leute treffen, an eine frische Luft, ist auch mal gut. Solltet ihr da öfter machen. Gut, tschüss Tobias, war schön. Ciao Mario, wir sehen uns. Und wir uns auch. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, und bis zum nächsten Video. Tschüss. Wenn wir hier sind, dann schnappen wir uns natürlich auch den Professor Dr. Till Richter und dann kann er euch hier mal einladen und was zu seinem Haus hier sagen. So, hallo, ich bin Till Richter.